Ich möchte euch heute etwas erzählen zum Thema Pulsoximetrie, was ein Standardverfahren in der Anästhesie ist oder auch in der generell in der Medizin. Ja, bei jedem interventionellen Eingriff, bei jeder Überwachung auf Intensivstation oder auch im Rettungsdienst ist das überall verbreitet, weil es ein super effizientes, kostengünstiges, relativ genaues Messverfahren ist. Es ist nicht invasiv. Das habt ihr bestimmt schon gesehen, diese Fingerclips, die man einmal auf den Finger tun kann, aber auch zum Beispiel ans Nasenseptum, ans Ohrläppchen, an den Zeh. Und darüber kann ich peripher mehrere Dinge messen. Zum einen den Puls, deswegen Pulsoximetrie. Und Oximetrie heißt die Sauerstoffsättigung im peripheren Gewebe. Wie funktioniert das? Physikalisch völlig verrückt, wie ich finde. Ja, ich meine, es ist letztendlich, man sieht es auch, rotes Licht, das durch den Finger geschossen wird und am Ende kommt eine Zahl raus. Mehrere Zahlen sogar und am Ende auch eine Pulskurve. Wie funktioniert das? Zum einen Oxyhämoglobin, also oxygeniertes Hämoglobin und Hämoglobin, was halt keinen Sauerstoff trägt, hat unterschiedliche Absorptionscharakteristika. Das heißt, wenn ich mir die Kurven anschaue, dann sieht die Kurve für verschiedene Wellenlängen des roten Lichts für oxygeniertes Hämoglobin deutlich anders aus als die Kurve für deoxygeniertes Hämoglobin. Das Pulsoximeter schießt jetzt abwechselnd Lichtstrahlen in den Wellenlängen 660 Nanometern und 940 Nanometern durch den Finger und misst auf der gegenüberliegenden Seite des Fingers, wie viel Licht noch ankommt. Das ist natürlich das transmittierte Licht, aber über 1 minus Transmission kommt man dann auf die Absorption. Und über die Absorption des Lichts kommt man dann auf, also man weiß ja, wie viel Licht man reingegeben hat und misst, wie viel rauskommt und dadurch kann ich die Absorption natürlich bestimmen. Und über die Absorption kann ich dann die Konzentration von oxygeniertem und deoxygeniertem Hämoglobin messen. So, und beziehungsweise bestimmen, muss man sagen. So, und über die einfache Formel oxygeniertes Hämoglobin geteilt durch oxygeniertes Hämoglobin plus deoxygeniertes Hämoglobin kann ich eine prozentuale Angabe machen, wie viel oxygeniertes Hämoglobin vorhanden ist. So, Normalwerte sind zwischen 94 und 98%. Mehr kann man gar nicht erreichen physiologischerweise aufgrund von Schanz, ja, also Eigenversorgung von Herz und Lunge, die dann das arterielle Blut ein bisschen mit deoxygeniertem Hämoglobin verwässern. Das führt vielleicht auch ein bisschen zu weit. Auf jeden Fall kann ich damit die Sauerstoffsättigung messen. Jetzt ist ja die Frage, wie schaffe ich es auch noch eine Pulsfrequenz oder einen Puls überhaupt zu messen? Puls heißt ja, ich habe ein Gefäß und da kommt der Druck vom Herzen, das Herz pumpt einmal und es macht einmal wupp, ne? Und also das heißt, also das führt einmal zu einer Aufweitung der Arterie und einer Rückstellung der Arterie. Wie funktioniert das? Ja, und da muss man physikalische Gesetze bemühen, in dem Fall das Beer-Lambert-Gesetz, also es sind letztendlich zwei Gesetze. Das Beer-Gesetz besagt, dass die Absorption proportional zur Konzentration des Gewebes ist. Das heißt, also je höher die Konzentration im Gewebe ist, desto höher ist die Absorption, ist ja irgendwie logisch. Und das Lambert-Gesetz besagt, dass die Absorption proportional erhöht ist, wenn der durchstrahlte Weg länger ist. Also je länger der Lichtstrahl durch dieses Gewebe geht, desto höher wird die Absorption. So, das Gesetz kann man kombinieren zu Absorption gleich Extinktionskoeffizient mal Länge mal Konzentration. Das heißt Absorption messig. Der Extinktionskoeffizient ist für menschliche Gewebe im Prinzip als konstant anzusehen, die Konzentration ebenso und dann habe ich im Prinzip A gleich L und der Rest ist konstant. Das heißt, ich kann durch die Absorption aufgrund dieses physikalischen Gesetzes die Länge bestimmen des Lichtstrahls. Also ich messe die Absorption und bestimme die Länge. Und wenn natürlich der Puls durchgeht, dann wird die Länge ein bisschen länger und wenn er wieder weg ist, dann wird die Länge wieder ein bisschen kürzer. Das sind natürlich winzig kleine Unterschiede, aber äußert sich in auch einer Änderung der Absorption. Und daraus kann ich dann im zeitlichen Verlauf eine Wellenlänge, also eine Welle bestimmen. So. Und die Welle
An den Gipfeln der Welle wird dann immer ein Pulston gegeben. Hat man bestimmt schon mal gehört, im Zweifel im Fernsehen, ne? So, bei modernen Pulsoximetern ist dann dieser Pulston, der eingestellt werden kann, kombiniert mit der Sauerstoffsättigung. Das heißt, eine hohe Sauerstoffsättigung hat einen hohen Ton und eine niedrige Sauerstoffsättigung hat einen tiefen Ton. Und dann ganz viele Alarme und Sicherheitshinweise und sowas. Das kennt man ja auch. Also je niedriger die Sauerstoffsättigung ist, desto schlimmer ist es. Limitation dieses Verfahrens. Zum einen können Sauerstoffsättigungen unter, naja, so 50, 60% nicht mehr verlässlich bestimmt werden. Also irgendwann ist es so niedrig, dass die Absorptionsspektren sehr nah beieinander liegen, dass der Apparat das nicht mehr richtig auseinanderhalten kann. Bei so einer Sauerstoffsättigung sollte man natürlich tunlichst mal was tun, ja, als Anästhesist. Zum anderen, wenn die periphere Durchblutung schlecht ist, ja, also zum Beispiel durch kalte Finger, ja, Zentralisation im Rahmen von Hypothermie, dann ist es einfach so, dass kein Blut richtig durch, nicht genug Blut durchfließt, dass man fließt, dass man einen verlässlichen Wert bestimmen kann. Genauso selbes gilt für PAVK-Patienten, die ja peripher schlecht durchblutet sind, ne? Aber dafür gibt es ja alternative Ableitungsorte. Und wenn alles andere scheitert, muss man halt eine arterielle Probe nehmen und da eine Blutgasanalyse machen. Aber das ist ein anderes Thema. Weiterhin kann ich bei den normalen Pulsoximetern nur unterscheiden zwischen oxygeniertem Hämoglobin und nicht oxygeniertem Hämoglobin. Weitere Hämoglobin-Spezies sind dabei nicht erfasst, so also etwas wie Kohlenmonoxidhämoglobin, Methämoglobin, die dann durchaus die Messung verfälschen können. Also wenn ich jetzt eine Rauchgasintoxikation habe mit CO-Hämoglobin, dann kann das halt so aussehen für das normale Pulsoximeter, als sei die Sauerstoffsättigung durchaus so 85%, obwohl der Patient in Wirklichkeit zu wenig Sauerstoff hat und im Sinne von hypoxisch ist. Das lässt sich nur beheben, indem man noch mehr verschiedene Wellenlängen in den Sensor einbaut, zum Beispiel mit dem Masimo Rainbow Sensor, Rainbow wegen verschiedener Farben. Da kann man auch eine COHB-Messung machen tatsächlich. Ansonsten muss man das mit Prüfröhrchen machen und Labortests. Das schafft man aber nicht. Aber wenn man natürlich ein Rauchgasopfer hat und eine verdächtig hohe Sauerstoffsättigung hat, obwohl der Patient offensichtlich Luftnot hat, dann darf man sich halt nicht auf diesen Wert verlassen. Gut, das war's zum Thema Pulsoximetrie. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ich finde das ganz spannend, wie das physikalisch funktioniert. Und ich finde, man sollte auch verstehen, wie so etwas funktioniert, wenn man damit arbeitet. Ich werde noch einige andere Videos machen zum Thema Blutdruckmessung, invasiv, nicht invasiv und anderen Anästhesie-Themen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und es wird sicherlich noch was kommen.